Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und hier heißt es, ich brauche einen Strecksaal. So, wo ist er? 4x4. Hä, wo packe ich denn den jetzt hin? Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. So ein Dreck. Jetzt hatte ich hier alles ausgerichtet auf 3x3. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, wo ich diesen Kack-Megascanner gebaut habe, kommt jetzt hier nochmal eine Anforderung zu einem 4x4-Zimmer. Schön. Soll ich doch wieder da rüber gehen? Hier würde er immerhin hinpassen. Das war ein bisschen ungeplant, gebe ich ja zu. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich hier anfangen will. Moment mal, was brauche ich denn noch so an Räumlichkeiten? Was gibt es denn noch? Schauen wir mal, Arztpraxis habe ich, Apotheke, allgemeine Diagnose, Kardiologie habe ich, Station habe ich, Psychiatrie habe ich, Pausenzimmer, Toilette, Weiterbildung. Forschung ist 4x3. Marketing, Kaffee, Flüssigkeitsanalyse habe ich. Radiologie habe ich noch keine. Ist auch 4x4. Wird nicht lange dauern, bis die kommt. Und dann kommt. Ja, Zirkustherapie habe ich ja zum Glück schon. Farbtherapie habe ich auch. Frakturstation, Spritzenhaus habe ich auch. Entwesungsanlage, Chirurgie, Strecksaal, Artischocktherapie. Ja, das dauert alles nicht mehr lange, ihr werdet sehen. Es kommt alles. Es hat die Frage, ob ich mir jetzt gleich ein Grundstück kaufe und hier dann lieber nochmal so mit Arztpraxen und so 3x3, was man halt so braucht. Habe ich überhaupt noch ein Grundstück? Ah ja, da ist nochmal eins. Ist da auch nochmal eins? Ja, 40.000. Und das da? Nein. Nein. Oh. Okay, also Platz hätte ich noch genug. Ist halt nur so klar, wenn man das jetzt macht, dann, wie soll ich sagen, dann läuft es halt immer darauf hinaus, dass ich wieder Toiletten bauen muss. Patienten als auch Angestellte von einem super heißen Laserstrahl belästigt. Angeblich handelt es sich dabei um eine völlig natürliche Anomalie. Nicht etwa um. Was mache ich denn jetzt? Ich bin voll unentschieden. Ah, ich kaufe noch mal eins. Mir egal. Ich eskaliere jetzt ein bisschen mit den Räumlichkeiten. Das passt schon. So, lass uns laufen. Das ist schon gut. Ich glaube, mein Plan ist grundsätzlich ja nicht verkehrt. So, jetzt habe ich Geld genug. Ah, aber der Raum ist noch nicht fertig. Noch 8 Tage. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall noch Weiterbildungen zu erledigen und wir müssen noch irgendwo, müssen wir noch mal ein Upgrade rausschwitzen. Warum nicht hier? Oh, da unten läuft auch noch mal eins. Okay, ja, dann wird es ja alles nicht mehr so lange dauern. Bis ich dann zum 2-Sterne-Krankenhaus komme. Ja, das läuft. So, da drüben wird auch das hier fertig. Oh, und die Auszeichnungen stehen an. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das an. Mal sehen, wie es so gelaufen ist. Fakt ist auf jeden Fall, ich will in dieser Episode, wenn es geht, auch noch eine Forschung bauen. Und den Strecksaal natürlich. Und was man sonst noch so bauen kann. Mal gucken. So, jetzt erstmal öffnen wir mal den aufsteigenden Stern und sehen, juhu, die Georgia Grotto. Die bringt uns $5.000. Und ganz viel Spaß. So, Arbeitgeber des Jahres. Passt. Keine Todesfälle kann ich vergessen. Wie immer. Das hat jetzt echt nicht gut geklappt. So, bestes Lehrkrankenhaus. Boah, bin nicht ganz sicher. Könnte aber schon unter Umständen. Ja, sehr gut. Dann haben wir den Patientenpreis. Behandlungserfolg und Ruf. Da. Ja, darf ich mir Hoffnung machen. Und zwar völlig zu Recht. Und das Krankenhaus mit dem schönsten Arbeitsumfeld. Das kommt natürlich
Von mir. So, Forschung kann ich knicken. Also machen wir den Rest noch auf. Ha! Trotzdem reicht es noch für das Krankenhaus des Jahres. Großartig. So, wir haben auf jeden Fall Asche. Wie blöd. Also machen wir jetzt mal ein, zwei, drei Dinge. Erstens, Zimmer, Strecksaal. So, eins, zwei, drei, vier. Ne? Könnte man so machen. Wie viel habe ich denn dann noch so am Start? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, dann bietet sich das durchaus an. Dann könnte ich hier das Fenster, die Tür hin machen. Entschuldigung, hier mache ich die Tür hin. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Plan. So, jetzt schnappen wir uns den Turbosauger. Schnappen wir uns einen Feuerlöscher. Schnappen uns eine Klimaanlage, die wir mitten in den Raum stellen. Und schnappen uns ein paar Goldzertifikate. So. Jetzt machen wir erstmal das. So, jetzt sind wir schon auf Stufe 4. Hervorragend. So, dann machen wir erstmal das hier fertig. Und dann sehen wir weiter. So, da haben wir die Stufe 5. Großartig. Schnappen wir uns noch ein paar Poster. In passendem Grün. Farblich abgestimmt zur Maschine. So, prima. Jetzt. Machen wir mal eine Bank dahin und eine Bank dahin. Machen ferner mal so einen Desinfektionsspender dahin. Das ist, mache ich sowieso viel zu selten. Und dann hier außen auf jeden Fall eine Klima. Und dann mache ich, was ich immer mache. Ich mache erstmal kalt. Im ganz wilden Stil. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir einen Strecksaal. Was wir jetzt noch bräuchten, ist eine Toilette. Die kopieren wir uns einfach. Standard. So, jetzt müssen wir bloß gucken, wo die hinpasst. Ah ja, die können wir noch dahin tun. Machen wir mal die Tür darüber. Dann komme ich mit dem Flur auf jeden Fall nicht ins Gehege, egal was ich noch so bauen will. Das mache ich mal dahin. So, jetzt haben wir eine Toilette. Und jetzt bräuchten wir womöglich noch einen Pausenraum. Das hier sind drei Einheiten, oder? Halt, falsch. Hier. Eins, zwei, drei. Gut. Was haben wir hier? Das sind vier. Eins, zwei, drei, vier. Und wenn ich jetzt hier nochmal vier mache, zwei, drei, vier, dann bleibt ein Dreier übrig. Das sind auch vier. Eins, zwei, drei, vier. Und wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wobei ich ja hier eigentlich, wenn ich das hier so sehe, da könnte ich nachher natürlich auch weitergehen. Das hier oben ist ziemlich geil für Viererzimmer, muss ich zugeben. Das ist richtig toll. Okay, ändert jetzt aber nichts an meiner Notwendigkeit nach einem Pausenraum. Wir gucken mal ganz schnell. Hier haben wir einen Zweierschlauch gebaut. Hier haben wir gar kein Pausenzimmer. Und hier haben wir auch einen Zweierschlauch. Na, das ist doof, ne? Und hier haben wir eine Mordswarteschlange. Wie ist das eigentlich mit meinem Upgrade? Wie lange dauert denn das noch hier? Das kann doch nicht mehr lange dauern. Gib mal Gas, Junge, ich will meinen Stern. Komm schon, jetzt gerade habe ich 18%. 85%. Yes! Da ist es doch. Geschätzter Krankenhausleiter, 2-Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Tupol mit 2 Sternen bewertet. Ich würde Ihnen ja gerne ans Herz legen, Ihren Kuraufenthalt so lange fortzusetzen, bis Sie sich geheilt fühlen. Aber leider muss die Gesundheit des County vorgehen. Bis auf dem Festland
Hier auf dem Festland gibt es viel zu tun, nehme ich an. Wie viele Krankheitsfälle kann es auf dieser paradiesischen Insel schon geben? Regeln Sie sich weiter im Sand, um weitere Belohnungen zu verdienen, oder kehren Sie auf das Festland zurück, um dort Ihre Arbeit fortzusetzen? Ein Buddelschiff habe ich bekommen. So, ich mache jetzt mal weiter und schaue mir erstmal an, was ich noch so brauche. Okay. Räume 150 Abfallstücke auf. Gut, ich glaube, wir fangen jetzt mal an, ein paar Dinge ganz grundlegend zu optimieren. Erstens, ich glaube, diesen Raum brauche ich nochmal. Das ist schon mal gut. Dann brauche ich einen Pfleger. Und was ich sicherlich auch brauche, so langsam, sind einfach nochmal fähige Hausmeister. Jetzt müssen wir mal gucken. Geborene Mentorin. Garstig, reizbar. Nö. Geborene Mentorin, streitet gern. Grüner Daumen. Verliebt sich ständig neu. Charmant, günstig. Unmotiviert. Geborene Mentorin streitet gern. Ja, dann lassen wir das mal. So. Jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir drei neue Hausmeister und wir haben jede Menge Teilnehmer. Jetzt können wir mal gucken. Ja, genau. Zwei, drei. Und das war es ja jetzt auch schon. So. Und den können wir jetzt mal beibringen. Instandhaltung. Warum nicht? Und ich nehme einen externen. Das kann ich mir nämlich leisten. So. Und dann sollen die jetzt erstmal alle zur Ausbildung gehen. Da sind sie, die drei Dackeln darüber. Wir gucken in der Zwischenzeit mal. Das passt. Heilungsrate. Okay, ja, wir müssen halt wieder unsere... Ja, wir müssen halt unsere... Oh, jetzt stirbt die. Die stand schon vor der Chirurgie und ist gestorben. Gut, sei es drum. Wir brauchen auf jeden Fall noch so 1, 2, 3 Besonderheiten. Aber es läuft ja nicht schlecht. So, was ich jetzt gerne machen würde, diesen Raum da hinten, den würde ich gerne so nutzen. Halt, stopp. Nein. So. Oh, was ist denn los? Eigentlich könnte ich den tatsächlich jetzt so bauen und dann nochmal so einen ganz schlanken kleinen Pausenraum da reinsetzen. Vielleicht ist die Idee gar nicht so schlecht. Es war jetzt echt nur ein super kleiner Forschungscenter. Aber ist ja sowieso so heiß, dass ja mit den Servern geht ja eh nicht so viel. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt mal so. Pass mal auf, was wir auf jeden Fall brauchen. Klar, mal so ein Feuerlöscher und so eine Klimaanlage. So, und jetzt nehme ich mir wieder meine Zertifikate. Upsa. So, donner die hier an die Wand. Ich könnte es gerade noch mal richten. So. Jetzt haben wir eine Forschung. Und jetzt können wir auch was starten. Zum Beispiel die Ausfeilung. Da habe ich mir nämlich schon drüber nachgedacht. Da müsste ich doch eigentlich mal ran. So, und jetzt kann ich versuchen, zumindest hier noch einen klitzekleinen Pausenraum hinzusetzen. Der ist zwar echt mickrig, ohne jeden Zweifel. Aber hey, für eine ganz kurze Pause. Nur zur Erholung. Bisschen Fernsehen und so ein bisschen Chili Willy. Vielleicht auch ein Boxsack, falls man jetzt irgendwie schlecht drauf ist und so.
Und um sich abzukühlen von einem anstrengenden Arbeitstag. Ja, komm, ich spendiere sogar noch mal einen Spielautomaten. Was sagt ihr dazu? So, und jetzt schnappe ich mir... Ah, Fußballteppich nehme ich natürlich auch noch. Klar. Und jetzt schnappe ich mir die Goldzertifikate. Da brauche ich jetzt wirklich viele. Weil dann kann ich hoffen, dass ich es gerade noch schaffe, diesen Raum auf Stufe 5 anzuheben. Na, wenn ich so mache, wird es natürlich nie was. Ist auch klar. So. Und so. Aber es könnte zwar knapp werden, aber schon noch klappen. So, prima. Okay, Pausenraum. Haben wir. Sensationell. So, ich würde vorschlagen, ich mache jetzt hier noch ein bisschen so Feintuning, aber dann melde ich mich in der nächsten Episode. Hab dann hoffentlich schon mal so ein paar Poster und so aufgehangen, so dass ihr da nicht mehr zuschauen müsst, wie ich das mache, stundenlang. Und dann sehen wir uns wieder. Morgen. In diesem Sinne, macht's gut, meine Lieben. Ciao, ihr seid die Besten. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen beliebt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknackt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Tag. Ich bau alles schön auf und mach's dem Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.